Heute sprechen wir einmal über die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Und was die kosten. Ich dachte mir, das ist vielleicht mal ganz interessant, mal zu gucken, welche sind so die besten Karten und was kostet der ganze Spaß so. Hier ist einmal ganz kurz meine Tierliste. Die habe ich halt für diesen Monat erstellt. Ich habe mir so aus dem besten Deck so die besten Karten rausgepickt. Und über die werden wir mal ganz kurz sprechen. Ich habe aber zusätzlich noch einen Community-Post gemacht. Das ist einmal der hier. Wenn ihr in Zukunft selber so einen Teil haben wollt, an so einem Videoteil, gerne abonnieren, dann könnt ihr bei sowas auch gerne mitmachen. Wir gehen also erst mal rüber und gucken, was die Community gesagt hat, was die besten Karten sind. Ah, gelber Ojama. Ja, I guess, hier ist gelber Ojama. Die Karte kostet, wie ihr seht, 8 Cent im günstigsten Fall. Spaß beiseite. Waren natürlich auch ein paar gute Sachen dabei, die die Leute gesagt haben, auch ein paar Sachen, die mir geholfen haben. Denn ich habe mir gedacht, so, ich kenne den Großteil, aber ich wollte nichts vergessen, deswegen dachte ich mir, ich spreche mal drüber. Es waren noch ein paar Sachen dabei, die jetzt vielleicht nicht die besten Karten im Game sind, aktuell, weil die einfach nicht so viel gespielt werden. Das sind einfach so Sachen wie Droplet, wie Access Code Talker, die einfach gut sind, aber aktuell nicht so viel gespielt werden. Deswegen werden wir in diesem Video nicht über die Karten sprechen. Also, fangen wir an. Die besten Karten im Game. Wir kommen natürlich an den Nishizu-Karten nicht vorbei, deswegen fangen wir mit Agido an. Und Agido, wie ihr seht, kostet seine tollen 2,50 €. Die Karte ist halt wirklich nicht mehr teuer. Wir sehen hier den tollen Preisgrafen, wo die angefangen hat. Guckt euch das mal an, die hat mal bei 18 € angefangen und ist so komplett runtergecrashed, so zurück auf 4 €. Und jetzt kriegt ihr die schon für 2,50 €. Das ist halt richtig, richtig krass. Also die Karte kostet halt nichts. Die Karte spielt ihr in der Regel einmal, wenn so überhaupt, also nicht krass, aber die kann sich auch 5 Karten millen. Ist also kein schlechter Effekt. Die nächste Karte ist einmal Keldo. Und hier seht ihr einmal, die Karte kostet 25 Cent. Im Play ist natürlich ein bisschen was mehr, aber die Karte zu kaufen ist ja wirklich nicht teuer. Für alle, die sich wundern, was diese große Zahl oben drüber ist, das ist mein Preis. Ich bin da ein bisschen teurer. Gebe ich auch zu, ignoriert die Zahlen einfach. Das bleibt so stehen, bis die Karten wieder hochgehen. Aber auch hier sehen wir, der Preisgraf, der hat sich wirklich halt schön verändert. Wir sind bei 4 € gestartet. Und ist so ganz langsam gecrashed. Die Karte war, by the way, vor Release deutlich teurer. Da waren diese bei 12, 15 Euro. Die sind dann extrem schnell, extrem gecrashed vom Preis. Was eigentlich ganz cool ist, weil es halt so eine Meta-Strategie deutlich, sag mal, günstiger macht für die, die es halt spielen möchten. Jetzt gar nicht das beste Deck, also Ishizu. Das macht jetzt keinen krassen Unterschied, weil die Ishizu-Karten nicht so teuer sind und nicht der Großteil vom Deck sind, sondern wirklich halt die Tier-Elements-Karten halt der Großteil sind und die kosten halt Geld. Aber es ist cool auf jeden Fall, dass die nicht ganz so teuer sind. Den anderen Shuffler, das ist einmal Mudora. Die Karte kostet aktuell seine 30 bis 50 Cent. Auf jeden Fall krank. Und auch die, genauso wie Keldo, hat so bei 5 € angefangen. Also kurz nach Release auf jeden Fall. Und ist dann auf jeden Fall extrem runtergecrashed. Und kostet mittlerweile halt weniger als ein paar Cent. Das ist halt krank. Und die Karte ist halt insane. Also die mischt ja Karten von eurem Friedhof wieder zurück ins Deck als Kriegeffekt. Insane. Und die letzte Karte, die so ein bisschen mehr den Value gehalten hat, weil Kelbeck ein Handtrip ist. Kelbeck kostet aktuell seine 8,50 €, was immer noch unglaublich billig ist, denn die Karte lag mal bei 35, als sie halt announced wurden und wir das erste Mal die Karten kaufen konnten. Deshalb ist das richtig krank. Die Karte kann aber eine Karte vom generischen Deck auf Friedhof gelegt wird, sich selber specialen und ein spezialbeschwörendes Monster auf der Hand zurückgeben. Das ist also ein Handtrip, das ist also gar nicht so schlecht, selbst wenn nicht mal Tier spielt. Also die Karte ist halt in sich halt nicht verkehrt. Aber ist natürlich krass, dass sie hier wirklich so günstig ist. Natürlich können wir nicht über die besten Karten sprechen, ohne über die Feedspell von den Tier-Elements zu sprechen. Und das einmal Pellerino. Und Pellerino kostet immer noch so seine 50 €, seine 52, 53 €. Ist aber im Vergleich zu was sie zu den Hochzeiten gekostet hat, deutlich weniger. Wir können ja mal hier auf den Preisgrafen gucken. Die war ja selbst am 5.11., also vor einem Monat, war die immer noch so bei knapp 73 €. Das ist halt krass und die ist halt wirklich extrem getankt. Auch ganz kurz einmal so auf 51, so ein bisschen hochgegangen. Die Leute kaufen die so knapp für 60 €. Jetzt wird es ein bisschen weniger, weil die Leute Angst haben, dass es so im Januar, Februar auch gehittet wird, das Deck. Die wollen die so ein bisschen loswerden, deswegen machen die alle ein bisschen günstiger. Aber die Karte ist halt essentiell notwendig für das Deck, denn die sucht eine Karte und die kann was zerstören. Das sind zwei Effekte, die sind beide ziemlich gut, muss man fairerweise einfach mal so sagen. Ich glaube nicht, dass die 50 € gut ist, das muss ich einmal ganz kurz mal in den Raum werfen. Aber so viel kostet die halt aktuell. Die nächste Karte, die für das Deck Tier-Elements extrem wichtig ist, ist einmal Rhinoheart. Rhinoheart ist eine Ultra-Rare aus Power of the Elements, ist also auch gar nicht so einfach zu ziehen. Und die Karte kostet aktuell so seine 6 bis 8 €, was ein guter Preis ist, aber wir sehen hier auch,
die Preise, die fluktuieren extrem stark. So von 12 Euro einmal runtergetankt, hier so auf 8,35, wieder runter, hier wieder hoch. Ne? Also die Leute zahlen unterschiedliche Preise für diese Karte. Je nachdem wahrscheinlich, wie viele Kopien die davon kaufen auf einmal. Denn wenn ihr die einzeln kauft, kostet 7,50 Euro. Das ist jetzt nicht ganz so krass, denn hier vorne, das hier ist halt ein Playset. Das geht halt noch. Dann kommen wir zu dem neuen Extra-Deck-Monster, was das Deck natürlich so viel besser gemacht hat. Und das ist einmal Rückolus. Die Karte kostet aktuell so ihre 5 Euro, ist also gar nicht so teuer. Und das ist eine Secret Rare aus dem Hauptset. Und die kostet weniger als die Ultra Rare aus dem letzten Set. Das ist halt krank. Es geht einfach darum, dass in diesem Set Darkwing Blast, die Secret Rares gar nicht der Fokus waren. Es gibt ein paar Karten, Super und Ultra Rares, auf die kommen wir noch. Die sind deutlich größer gehypt gewesen und die sind auch tatsächlich teurer als die Secret Rares. Deshalb, weil viele Packs geöffnet wurden, logischerweise die Karten halt deutlich mehr verfügbar waren, deshalb kostet die halt ein bisschen weniger. Die nächste Karte, über die wir mal sprechen müssen, ist einmal das Kernstück von dem Tier-Elements-Deck-Thema und das ist einmal Kid Kalos. Und Kid Kalos kostet auch so ihre 5 Euro. Das ist krass. Wobei das auch wieder, das ist eine Ultra-Rare. Die ist also nicht Secret-Rare. Die war so deutlich einfacher zu ziehen aus Power of the Elements. Aber die Karte ist halt wirklich essentiell für dieses Deck. Ist jetzt nicht so, als könnten die nicht ohne spielen, aber mit der Karte ist schon krass. Und wir sehen auch hier beim Preisgrafen, die ist relativ stabil. Die ist ein bisschen runtergegangen, weil so ein bisschen der Hype runtergegangen ist. Die Turniere sind jetzt logischerweise auch nicht mehr vorhanden. Es gibt noch die German Open jetzt am 18. Aber keine großen Events angekündigt, außer jetzt Lyon nächstes Jahr im Februar, glaube ich. Also bis dahin ist noch eine ganze Weile hin und wir erwarten, dass wir da vorne Banlist bekommen. Deswegen kann ich verstehen, dass Leute die loswerden möchten. Dann springen wir mal so ein bisschen rüber Richtung den anderen guten Decks. Das ist natürlich Sprite, aber ihr könnt natürlich auch Sprite 11 in Tier-Element spielen, weil ihr habt ja Merli und Merli ist ein Level 2 Monster. Diese Karte ist wirklich relativ konstant. Die hat so angefangen so bei 7, 8 Euro und hat sich langsam so etabliert, dass sie so um die 20 Euro kostet. Wie ihr seht auch die Preise hier, 18 bis 19 Euro. Die Karte ist einfach unglaublich gut. Die kann euch ein Level 2 Monster auf Friedhof zurückspecialen. Ihr könnt die mit einem Level 2 Monster und irgendeinem anderen Random Monster machen, was ziemlich gut ist. Und die schützt halt eure Monster, die in den Zonen liegen, davor, dass sie getargetet werden können. Das ist halt einfach gut. Muss man einfach mal sagen, ist einfach eine sehr gute Karte. Ich persönlich finde, dass Elf ein cooles Design ist für eine Karte. Ich mag das Sprite-Thema sehr, sehr gerne. Deshalb finde ich auf jeden Fall cool, dass die Karte auch play sieht, auch wenn es in anderen Decks deutlich prominenter ist. Die nächste Karte, die für sehr viel Hype gesorgt hat, als sie damals announced wurde, ist einmal Sprite Sprint. Und die Karte war zu Release auch jetzt nicht super teuer, aber nicht super günstig. Mittlerweile ist es so, wenn wir uns den Preisgraf hier mal angucken, die ist so von 15 Euro so extrem runtergesackt, hier so auf 10,04 Euro und könnt jetzt im günstigsten Fall, wenn ihr das mal anguckt hier, für so 7 Euro kaufen, was halt krass ist, dass so eine gute Karte so wenig kostet. Das finde ich halt wirklich extrem bemerkenswert. Auch natürlich wieder, Darkwing Blast wurde nicht wegen Sprite geöffnet, sondern wegen den Super und Ultra Rares. Wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Eine Karte, die wir nicht vergessen dürfen, die wahrscheinlich die beste Karte im Sprite-Deck-Thema ist, ist natürlich Sprite Starter. Die Karte war nie wirklich teuer. Die hat mal so 12, 13 Euro gekostet. Und wenn ihr jetzt euch das so anguckt, die kostet halt nur noch 4 Euro, das ist halt wirklich gar nichts mehr. Ne? Das ist halt krass für eine Karte, die euch ein Monster aus dem Deck specialen kann, was euch was suchen kann und ihr weiter spielen könnt. Das ist krass. Klar, die hat eine Restriktion drin, dass wir nur 2 Monster beschwören können, bababab. Aber das ist trotzdem eine insane gute Karte und dafür ist sie wirklich halt nicht teuer. Und ich persönlich finde die auch optisch sehr schön, muss ich nochmal kurz, einmal kurz anmerken. Ich mag die Karte sehr gerne. Dann gehen wir einmal zu einem Deck rüber, was die wenigsten Leute gerne mögen und das ist einmal Flu Wanderers. Und die wichtigste Karte, neben natürlich Rotkiller, die jetzt nichts kostet, ist einmal die großartige Karte. Und die kostet, wie ihr seht, 14, 15, 20 Cent. Die war mal so bei 10, 12 Euro, als das eine Ultra Rare war aus dem Hauptset. Jetzt mit dem Reprint aus dem Megazin kostet die gar nichts mehr. Das ist wirklich halt eine Budget-Option, wenn ihr wirklich halt im Meta mitmischen möchtet, aber ihr möchtet nicht viel investieren. Dann werde ich gleich nochmal so ein paar Keykarten durchsprechen. Und ihr werdet feststellen, es gibt eine Karte, die kostet ein paar Euros und der Rest kostet halt gar nichts. Selbst bei Release die Karte hat einen Euro gekostet. Also die ist halt wirklich, kostet halt gar nichts. Das ist krass. Und das hier ist die Karte, die in der Megatin nicht reprintet wurde. Das ist einmal Beginn des Abenteuers. Diese Schnellzauberkarte macht das Ding natürlich deutlich besser. Und das sehen wir dementsprechend auch am Preis, denn die kostet aktuell ja schon ihre 30 Euro. Und im Playset hat sie also im Playset hat so 30 Euro. Was jetzt nicht schlimm ist, weil das die einzige Karte ist im Deck, die so ein bisschen was kostet. Klar, ihr könntet auch Prosperity spielen, die kostet auch ein bisschen was. Aber grundsätzlich ist das die Karte, die halt notwendig ist, damit ihr das Deck wirklich gut spielen könnt. Und die kostet halt 30 Euro. Das heißt, wenn ihr es nicht blöd anstellt, kostet euch wahrscheinlich das Deck
wenn ihr nicht mit Prosperity spielt, 100 Euro, was halt für einen Meta-Contender halt richtig krass ist. Ja, aber es ist eine der besten Karten im Game, die sucht euch einfach Emden oder halt die Karte oder halt Rotkehler, die Karte ist für das Deckthema ziemlich gut. Sprechen wir mal über Emden. Emden war eine Secret Rare im letzten Hauptset. In der Megatin, wie ihr seht, ist sie nur noch eine Super Rare. Und dementsprechend sieht auch der Preis aus, 2 Cent. Ein Floodgate, was sagt, Effekte in Attack Position von spezialbeschworenen Monstern können nicht mehr aktiviert werden, kostet 2 Cent. Für das Flu-Deck-Thema ist halt krank gut, ne, wenn ihr die neben der Statue liegen habt. Ist schon gut. Und jetzt kommen wir zum großen Aufschrei in der Community 2022. Das hier ist einmal Büstiel Magnamut. Das ist eine Super Rare aus einem Hauptset. Für alle, die es nicht wissen, Super Rares in Hauptset bekommt ihr eine Super Rare pro Paket mindestens oder Ultra oder Secret Rare. Das heißt, die zu ziehen ist gar nicht so schwierig. Deswegen kosten normalerweise Super Rares aus Hauptset also maximal 2-3 Euro. Wenn das halt out of print ist und dann wird die gebraucht, geht die vielleicht so auf 5 Euro hoch, aber eigentlich nicht so viel. Diese Karte, wie ihr seht, diese Karte kostet einfach 21 Euro. Ich verstehe es bis heute nicht. Klar, die Karte ist insane gut, aber die ist nicht 20 Euro super rare gut. Das ist einfach krass. Und wir springen jetzt einmal ganz kurz zur nächsten Karte, denn der Preistrend von Druiswurm ist erschreckend. Wirklich erschreckend. Diese Karte kostet mittlerweile auch, wie ihr seht, hier ihre 12 Euro für eine andere super rare. Das ist einfach insane. Ich verstehe die Yu-Gi-Oh! Community nicht. Das ist eine Super Rare aus dem Hauptset. Und in dem Hauptset gibt es halt keine Shortprints mehr. Das heißt, die ist genauso oft drin wie andere Super Rares auch. Klar, natürlich ist der Bedarf von dieser Karte deutlich größer. Aber es gibt trotzdem hier auf Card Market knapp 500 Artikel. Das ist jetzt nicht krass viel. Aber das ist halt krank, dass die Karte so teuer ist. Neben Magnamut. Ihr müsst überlegen, wenn ihr die beiden dreimal spielen wollt, zahlt ihr für Magnamut 20 Euro. Das sind 60 Euro. Und dann aber für die Karte 12 Euro. Das sind einfach 100 Euro für 6 Super Rares aus dem Hauptset. Komme ich bis jetzt immer nicht drauf klar. Und falls ihr sehr ohne spielen wollt, die geht langsam, wie ihr seht, auch so ein bisschen sneaky nach oben, kostet mittlerweile auch so seine 2-3 Euro. Also die werden nicht günstiger. Ich hoffe, dass die Karten sehr, sehr schnell einen Reprint bekommen, damit der Preis auf jeden Fall richtig tankt. Denn die Karten sind halt unglaublich gut. Weil es gibt in Yu-Gi-Oh! So viele Licht- und Finsternis-Decks, gegen die Karten einfach gut sind und die euch helfen, einfach dagegen zu spielen. Natürlich schaden die euch auch, aber wenn ihr halt ein Deck spielt, was die Karten halt nicht unbedingt trifft, ist es halt ziemlich gut. Das ist genau der Übergang zum nächsten Deck, das ist aber das Naturia-Deck-Thema. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, denn das ist ein Lore-Deck-Thema, das heißt, die Karten kosten nicht viel, weil das alles Commons sind. Und die ganzen alten Karten sind auch nicht so krass teuer, weil die halt im OTS-Pack eine von den teuren Karten wieder nachgedruckt haben, was ich halt sehr lobenswert von Konami finde. Aber gehen wir einmal die beste neue Karte durch. Und das ist einmal Naturia Mole Cricket. Wie ihr seht, diese Karte kostet ihre 2 Cent. Aber die Karte ist unglaublich mächtig. Die kann das Quick-Effekt sich selber tributieren und dann ein oder zwei Monster aus dem Deck spezial beschwören, je nachdem, wer das Monster mit den höchsten angesprungen hat. Und es gibt extrem viele gute Naturia-Karten. Wie ihr seht, die Karte ist vom Preis aber auch komplett Standard geblieben. Das gleiche gilt übrigens für die andere Karte hier, das ist einmal Camellia. Das ist die Karte, die ihr aus dem Deck specialen wollt. Die sagt nämlich, wenn die kommt, dumpt eine Karte in den Friedhof, was ziemlich cool ist, denn da kommen wir gleich mal ganz dazu. Es gibt eine Karte, die ihr in den Friedhof dumpen wollt, die halt krank ist. Und die sagt auch noch, wenn der Gegner was beschwört, könnt ihr was aus dem Friedhof spezial beschwören. Damit könnt ihr halt mit Camellia, also ihr macht Cricket, tributiert die, macht Camellia, sendet die Karte rein, kriegt eine Karte auf die Hand. Wenn der Gegner was macht, macht er mit Camellia die Cricket zurück und dann könnt ihr logischerweise euch wieder was specialen. Das ist echt gut. Und die Karte kostet, wie ihr seht, die kostet 2 Cent. Hier, ihr könnt 14 Stück davon für 2 Cent kaufen, das ist halt richtig krank. Und dass so eine gute Karte wirklich nicht viel kostet, das finde ich halt nice. Aber ist halt krank, weil das ist halt ein Common und die Super Rare kostet halt 20 Euro. Denkt einfach mal drüber nach. Die Karte, von der ich gesprochen habe, ist übrigens die Naturia Sacred Tree. Die Karte sendet ihr mit Camellia, denn die kann euch dann einmal Naturia-Karte vom Deck adden. Und dieser Effekt, wenn die den Friedhof hittet, um was zu adden, ist nicht einmal pro Spielzug. Das heißt, wenn das halt mehrmals kommt, könnt ihr das auch mehrmals aktivieren. Und das ist halt wirklich ein guter Effekt. Der Onfield-Effekt ist jetzt nicht irrelevant, aber auch nicht super relevant. Deswegen lassen wir den mal aus. Das war eine 10-Euro-Karte vor dem Reprint im OTS-Pack. Aber wie ihr seht, im OTS kam die raus, so knapp 2 Euro kostet. Und so langsam geht die runter, so auf ein paar Cent. Leute kaufen die noch für 1 Euro, jetzt erst gestern gekauft für 1 Euro. Aber die geht so ihre 50 Cent.
was halt für diese Karte, weil die halt gut ist, aber halt nicht so gut ist, wirklich auch ein fairer Preis. Wir swingen aber wieder zurück zu dem Ishizu-Deck-Thema und die beste Karte im Ishizu-Deck-Thema ist Instant Fusion. Und die kostet 10 Cent bis 30 Cent. Diese Karte wird sich irgendwann auf der Bannlist befinden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Konami sich weiter so gut so limitieren wird, dass sie nicht so Fusion-Monster beschwören lassen möchten. Spielt sie, solange sie noch legal ist. Sage ich einfach, die Karte kostet ja wirklich nichts mehr. Wir haben jetzt hier einmal das Structure Deck Shadow Showdown, den Reprint. Das Deck ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, glaube ich. Boah, krass, wie die Zeit vergeht. Oh mein Gott. Aber auf jeden Fall, daraus kosten die Karten nicht so viel. Holt euch da, weiß nicht, mal ein Playset ran oder so, dass ihr sie einfach habt. Denn vielleicht, man weiß ja nicht, was genau macht, vielleicht kommt ihr zurück auf 3. Who knows? Gehen wir nochmal so ein bisschen zu den generischeren Karten. Hier haben wir einmal Evenly Matched. Das ist eine Karte, die hat jetzt auch wirklich mehrere Reprints gesehen, auch dieses Jahr. Und wie ihr seht, der Preis von dieser Karte selber ist so auf knapp 10,50 €, wenn wir uns das hier im Playset angucken, gedroppt. Die Preise sind relativ auf so einem Level, so um die 12 € waren die jetzt hier. Jetzt gibt es hier sogar knapp 10 €. Das ist eine Karte, die ist einfach unglaublich gut. Die ist natürlich im aktuellen Format richtig krank, weil es gibt nicht so viele Negates. Das macht die Karte natürlich extrem valuable, weil ihr halt einen großen Teil vom Board clearen könnt, ohne wirklich halt viel machen zu müssen. Das ist halt ziemlich stark. Und ist einfach inhärent eine gute Karte, die mal Format hat, wo die richtig gut ist, und Format hat, wo sie halt nicht ganz so gut ist. Und das hier ist für mich einfach richtig krank. Diese Karte, Dimension Shifter. Der Hass dieser Karte ist einfach so enorm, dass die Leute die Karte halt wirklich halt nicht sehen wollen, nicht im Game haben wollen, blablabla. Die Karte hat einen Reprint bekommen in dem Crystal Beast Structure Deck. Und wie ihr seht, der Preis 25 Cent. Ihr könnt also jetzt euren Gegner mit einer Common D-Shifter komplett aus dem Game nehmen. Ist doch ganz geil, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine der besten Karten. Es gibt hier noch einen Secret Reprint, die ist natürlich ein bisschen teurer, aber durch den Reprint hier kostet die Karte halt nicht mehr viel. Das heißt, auch da wieder macht Flander deutlich mehr zu einem Budget-Deck. Eine Karte, die gerade so ein bisschen am Steigen ist, obwohl sie ja gar nicht so lange den Reprint bekommen hat, aus Maleficent Maven, ist einmal Talent der 3 Taktik. Und wie ihr seht, der Preisgraf geht so ein bisschen nach oben. Auch wenn er langsam nach oben geht, aber der steigt so langsam so Richtung 15 Euro. Wir können ihn noch so kopieren für 13 Euro und so kaufen. Aber der geht so langsam hoch. Das heißt, ihr habt eigentlich einen Moment verpasst, wo die wirklich günstig war. Die gab es mal so für knapp 8 Euro an Tag vom Release. Und ist halt so ganz langsam wieder hochgestiegen. Weil die wird ja aktuell viel mehr gespielt. Weil ja viel mehr euer Gegner in eurer Runde spielen möchte. Deshalb ist die Karte ziemlich gut, weil ihr in eurer Runde schon Karten ziehen könnt, Monster übernehmen könnt. Was auch immer. Ist also eine sehr gute Karte. Und wird sich wahrscheinlich auch wieder so bei 20 Euro einpendeln. Nach ein paar Wochen, wenn die Karte halt wirklich so viel Play sieht, wie sie aktuell Play sieht, wird sie auch wieder teurer werden. Eine Karte, die mich besonders freut, dass sie jetzt für so viele Menschen wirklich greifbar ist, ist einmal Lightning Storm. Die hat ja auch Magnificent Maven einen Reprint bekommen und wie ihr seht, der kostet halt so um die 10 Euro. Ist also jetzt auch nicht ganz so krass teuer. Und wenn wir uns den Preisgraf hier mal angucken, der ist auch ein bisschen auf überall von 11 Euro hoch. Und die Leute zahlen dafür 13, 14 Euro und die kriegt sie für knapp 10 Euro. Ist also eine Karte, die man sich mal besorgen kann, auch für den Preispunkt, denn die Karte ist einfach unglaublich gut. Vielleicht nicht die beste Karte im aktuellen Format, wobei ich glaube, dass sie trotzdem ziemlich gut ist, weil die gegen Flander halt wirklich halt extrem viel tun kann, um den Gegner halt wirklich aus dem Game zu nehmen, wenn ihr das halt richtig macht. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Und die letzte Karte, über die ich einmal reden möchte, was für mich die größte Überraschung vom Preis auch dieses Jahr gewesen ist und wie ich einfach auch die Community selber nicht verstehen kann, weil die nächste Karte ist einmal eine Ultra Rare aus dem letzten Set, Darkwing Blast. Für alle, die es nicht wissen, Ultra Rares kosten in der Regel so, weiß ich, 4 bis 12 Euro. 12, wenn es eine gute Karte ist. Wenn es eine Karte ist, die in sehr vielen Decks gespielt wird und extrem krank ist, kostet die so 29 bis 30 Euro. Hier haben wir einmal Kashtira Fenrir mit einem Price Tag von 64 Euro. Okay, 63. Aber guckt euch mal an, wie konstant die ist. Die war erst über 56, ein bisschen runtergegangen, weil nicht viel gespielt wurde. Und zack, geht diese langsam nach oben. Das ist doch krank. Das ist eine Ultra Rare aus dem Hauptset. So eine Karte darf doch nicht so teuer sein. Ja, aber sie ist es. Und für alle, die sie spielen möchten, ihr müsst da wirklich halt 150 Euro auf den Tisch legen. 150 kann ich rechnen. 150 wäre ja geil. Das wäre gut. Das sind ja 280. Das ist einfach krank, so mehr als 180 kann ich rechnen. Für eine Ultra Rare aus dem Hauptset, also ich verstehe das einfach nicht. Klar, die Karte ist gut,
Die banisht was, face down, die kann sich selber suchen. Ja, coole Karte, aber nicht 65 Euro cool. 63 Euro. Ich werde es irgendwann lernen. Wenn ihr euch mal das Tillis-Video angucken möchtet, worauf ich das alles hier basierend gemacht habe, das seht ihr einmal hier. Da erkläre ich euch auch mal das Meta, das aktuell rumrennt. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.